Michael Schmitz, ich bin der Pressesprecher der Stadt Trier. Also es gab auch von den Angehörigen einer Familie der Verstorbenen durch die Amoktat gab es die Anregung, dass die gesagt haben, die würden gerne die Gedenkstätte in der Stadt aufheben und die haben das Gedenken jetzt sozusagen an das Grab der Verstorbenen verlagert. Daraufhin haben wir als Stadt mit allen anderen Angehörigen der Opfer gesprochen und die waren derselben Meinung, dass man die Gedenkstätten jetzt aufheben könnte, 7 Wochen nach diesem schrecklichen Unglück, nach dieser Amoktat. Und deshalb ist heute Morgen um 6 Uhr unser Amt Stadtraum unterwegs gewesen und hat die Kerzen und alle Gedenkgegenstände eingesammelt, sortiert. Und wir werden jetzt das Gedenken hier an der Porta Nigra konzentrieren. Das wird also eine erstmal verbleibende Gedenkstätte übrig bleiben. Also wir haben jetzt gerade in dieser Woche von den Psychotherapeuten gehört, die diese Hotline betreiben, dass es gerade nach Neujahr nochmal so einen Peak gab, wo nochmal sehr viele Menschen angerufen haben auf der Telefonnummer. Und es gibt auch mittlerweile eine ganze Reihe von Menschen, um die 60, 70 Menschen, die in dauerhafter Behandlung sind, was auch dann vermittelt wurde über die Hotline. Es gibt 2 Hotlines, das heißt, die dauerhaft Behandlung brauchen, weil sie irgendwie Zeuge der Amokfahrt geworden sind oder weil sie da Ersthelfer waren und weil sie vielleicht auch manchmal im Nachgang erst Schwierigkeiten bekommen, das Geschehen zu verarbeiten. Also dieses ganze große Gedenken, wie viele 1000 Kerzen hier hingestellt wurden, das ist für uns ein Zeichen gewesen, wie sehr die Stadt auch zusammengehalten hat und zusammengestanden hat. Und das ist etwas, was dann bei den schrecklichen Geschehnissen trotzdem irgendwo auch Hoffnung macht, dass die Stadt das Ganze verarbeitet bekommt.